unsere Ärzte oder sagen wir mal Mediziner lernen an der Hochschule sehr viel über Krankheit und Krankheitsbilder, über Impfungen, über Nebenwirkungen von diesem oder jenem, die sich dann vielleicht gegenseitig hochschaukeln, wie auch immer. Also Krankheit ist dort das Thema schlechthin. Von Gesundheit haben die meisten Mediziner eigentlich gar keine Vorstellung, was Gesundheit ist. Ich habe heute den Ewald Schober hier nochmal zu Gast und er möchte mit uns eine Methode teilen, wie wir unsere Gesundheit herstellen können, sei sie körperlicher oder auch seelischer Natur. Ich bin gespannt und heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht es los. Ewald, du hast mir was versprochen. Und zwar richtig authentisch auch von deinem Weg zu erzählen. Denn ich weiß nicht, seit wann das war, begleitet dich ja eine Diabetes. Genau, also seit meinem 18. Lebensjahr begleitet mich das ja. Wir haben da in mehreren Interviews ja auch schon darüber gesprochen. Wo wir aber nie in die Tiefe gegangen sind, ist, wie ich das dann letztendlich so hinbekommen habe, dass ich mittlerweile über 35 Jahre ohne Folgeschäden lebe oder mich so bewegen kann, wie ein Gesunder sich bewegt hat oder darüber hinaus. Also ich war wirklich nicht brav, könnte man sagen. Und zähle schon zu so einem medizinischen Wunder, weil ich viele Dinge da drin gemacht habe, getan habe, die eigentlich nicht logisch sind und funktionieren. Und ich werde immer mehr von vielen, vielen Leuten, die die Sendungen so sehen oder so angesprochen, sagen, ja, was war denn das Geheimnis? Was war denn das? Oder viele sagen auch, ich bin Diabetiker, kannst du mir nicht den Tipp geben? Und bisher habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten auch, weil ich immer sage, wenn das bei mir funktioniert, heißt es ja nicht, wenn ich das jemandem gebe, dass es bei ihm 100.000-prozentig auch in diesem Maße funktioniert und er vielleicht zu leichtsinnig wird und vielleicht Grenzen übertritt und Dinge tut, wo dann ein Bumerang darstellen könnte. Aber ich glaube, es wird vielleicht einmal an der Zeit, aufgrund der vielen Anfragen, dass wir darüber mal sprechen, was das Geheimnis war. Und ich bin gespannt. Okay, ich nenne das, dass die authentische Beredung. Beredung. Die authentische Beredung oder man könnte ja sagen, die eine authentische Wahrheit schaffen und Step by Step vorzugehen. Ich probiere es zu erklären. Okay. Wir gehen jetzt mal gesundheitlich rein, obwohl diese Technik, die ist überragend, die kommt für jeden Bereich in Frage. Also überall, wo ich ein Problem habe oder etwas erreichen möchte, komme ich selbst als Mensch hier aus meiner Sicht am schnellsten voran, obwohl es eine sehr langsame Vorgehensweise ist. Ich probiere es zu erklären. Bleiben wir mal bei der Gesundheit. Es hat jemand ein Problem, er hat eine Diagnose oder so. Und seitens der Medizin wird ja sehr, sehr gerne mit wenig Hoffnung gespielt. Das heißt, also, sie sind ja auch so ausgebildet, das heißt, wecke keine falschen Hoffnungen, sondern der Patient muss mit beiden Beinen am Boden bleiben, eher das zu sehen, es kann passieren, muss aber nicht. Das heißt, dort wird sehr viel mit dem Nocebo-Effekt gespielt. Nocebo-Effekt gespielt. Ich werde schaden. Bitte? Das heißt, ich werde schaden. Ah, okay, gut. Mhm. Ja, so firm bin ich dann nicht. In den anderen Bereichen, ich sage jetzt mal in der Geistheilung, in gewissen Techniken, wo wir uns so befinden oder so, wird extrem mit dem Placebo-Effekt gespielt, wo viele sagen, ah, mach dir keine Gedanken, wir lösen das in der Vergangenheit auf und somit bist du gesund, kannst hundertprozentig davon ausgehen. Da bin ich ja auch nicht der Typ dazu. Das heißt, ich bin weder
links noch rechts, weil beides kann schaden. Ich habe also auch in der Schule viele Dinge erlebt, wo Schüler die Medizin abgelehnt haben, komplett, weil wieder irgendjemand gesagt hat, ich mache ein bisschen Wusa-Wusa und dann ist das gut. Und dann war es zu spät. Naja, und das finde ich halt auch nicht gut. Jetzt ist die Frage, was sagt diese Step-by-Step-Methodik oder dieses authentische Bereden aus? Wenn ich heute mit jemandem arbeite oder mit jemandem begleite, der heute, bleiben wir wieder bei der Gesundheit, so etwas hat, dann glaube ich oder weiß ich, bringt es sehr, sehr wenig, wenn wir uns eine Affirmation geben, wo wir sagen, ich bin geheilt, ich bin gesund, mein Körper geht in den Weg der Gesundung. Das ist positiv, braucht man gar nicht reden. Vorsicht mit dem Wort positiv. Das hat heute einen ganz anderen Klang. Ja, stimmt. Das ist gut. Okay, das ist gut, hat eine gewisse Wirkung bei mir im Körper, aber ich werde das nicht immer authentisch von mir behaupten können. Also spätestens, wenn ich irgendwelche Schmerzen verspüre oder einen Rückgang sehe, dann sind meine Worte nicht authentisch. Und die Worte selbst oder die Gedanken selbst machen es ja nicht aus. Es ist ja immer das Gefühl, was zu dem Wort oder zu den Gedanken steht. Und da können wir uns nur sehr schlecht belügen. Und das Belügen bringt den Gegeneffekt. Darum funktionieren diese Techniken oft nur sehr, sehr vermindert. Wenn ich jemanden begleite, dann probiere ich eine Momentaufnahme mit ihm zu schaffen, wo wir vielleicht sagen können, es könnte die Möglichkeit bestehen, aufgrund dessen, was wir jetzt tun, dass sich eventuell die Gesundheit verbessern könnte. Also Konjunktiv über Konjunktiv über Konjunktiv. Ich habe das jetzt bewusst so gemacht. Ja, ja. Ich wiederhole sogar nochmal. Es könnte aufgrund dessen, was wir jetzt machen, eventuell die Möglichkeit bestehen, dass es in eine bessere Richtung geht. Wenn ich meinen Klienten an dem Punkt habe, dann wird jetzt der Zuhörer sagen, was ist denn das? Das sind ja lauter Konjunktive, ja. Und keine, das ist ja gar nichts. Ja. Dann sage ich, das ist weit mehr. Das ist weit mehr, als wenn der Klient selber sagt, innerlich mit dem Gefühl, ich glaube, ich habe keine Hoffnung mehr. Verstehst du? Das ist ein Riesenschritt. Also man könnte sagen, ein Quantensprung. Also dieses Kleine ist was Großes. Und wenn ich ihn dort habe, dann erfahre ich auch im Regelfall, dass wenn ich 2 Tage später mit dem spreche, dass sich auch eventuell der Anschein sich so erwirkt, dass ich was getan haben könnte. Verstehst du, was ich meine? Also der Klient wird mir im Regelfall in 2 Tagen sagen, also ich habe schon das Gefühl, vielleicht noch nicht riesig, aber ich habe schon das Gefühl, dass es sich etwas stabilisiert hat. Vielleicht ein bisschen verbessert hat, ich weiß es aber nicht genau. Wenn ich ihn dort habe, können wir vielleicht den ersten Satz von aufgrund dessen, was wir machen, könnte eventuell vielleicht sich etwas tun, können wir vielleicht sogar schon weitergehen und sagen, es macht im Moment sogar den Anschein, als wenn sich etwas tut, dass wir vielleicht, müssen wir aber jetzt beobachten, auf einem guten Weg sind. Jetzt wird wieder vielleicht der Zuhörer sagen, naja, das ist ja auch noch nicht viel. Aber glaub mir, es ist schon viel mehr, wie beim ersten Satz, den wir authentisch aufgestellt haben. Im Regelfall kommt darauf wieder eine Steigerung. Es kann aber auch mal einen Rückschritt geben. Den will ich gleich einmal ansprechen. Den Rückschritt besprechen wir aber nicht authentisch so nach dem Motto, das hat jetzt gar nichts gewirkt und ich bin jetzt raus, sondern wir sagen, okay, das können ja auch vielleicht die Auswirkungen meines vorherigen Fühlens sein. Was es meines Erachtens auch immer ist. Wenn dem so ist, dass ich heute noch reagiere auf die Gefühle vor 4 Tagen, dann müsste oder könnte es ja passieren, dass aufgrund meiner neuen Gefühlsausrichtung in den nächsten Tagen sich eigentlich was tun müsste. Verstehst du, wo wir jetzt sind? Jetzt sind wir nochmal einen riesen Schritt nach vorne gegangen. Ich möchte da gerne mal einhaken. Gerne. Es gibt ja den Ansatz, dass alle Veränderung im Annehmen des Jetzt besteht. Ist das sozusagen im Hintergrund mit extrem wichtig. Bei dir? Mhm, also, extrem wichtig. Also du könntest jetzt auch sagen, ja,
wir holen ihn dort ab, wo er momentan auch wirklich ist. Mhm. Also wir belügen jetzt nicht. Wir sagen jetzt nicht, naja, das ist jetzt nur irgendeine Auswirkung, das verschwindet schon wieder. Dort ist der Glaube aufzubauen. Und der Glaube, ich komme da gleich drauf, ist extrem wichtig. Wir bauen sehr behutsam auf, also wirklich Step by Step. Wir belügen aus seiner Sicht nicht die Situation, da hast du recht, sondern wir sehen sie uns authentisch an und gehen nur so weit, wie er wirklich mit dem Gefühl auch gehen kann. Ich spreche jetzt von einem Klienten, der schwierig ist, so wie ich jetzt es gemacht habe. Weil teilweise passiert schon nach 2 Tagen, dass sich was getan hat und der sagt, jetzt bin ich am richtigen Weg. Mhm. Ja, wenn ich jetzt dort schon bin in 2 Tagen, geht die Gesundung im Regelfall rasend, ich werde gleich erklären, wieso, nach oben. Aber das erwarte ich auch nicht. Also stellen wir uns das Spiel weiter vor, Götz. Vielleicht müssen wir 5-mal miteinander sprechen, 6-mal, vielleicht länger, ich weiß es nicht. Wo wir immer die Situation uns nochmal anschauen, was sich im Guten getan hat oder was sich vielleicht auch einmal ein Rückschritt nochmal gegeben hat und probieren aber eine Feststellung zu machen, die wieder in die gute Richtung geht, aber für uns authentisch ist. Wir dahinter stehen können. Und wenn wir irgendwann, ich weiß es nicht, das ist ganz unterschiedlich, nach dem 3., nach dem 5., nach dem 8. Mal auf dem Punkt sind, wo er sagt, also jetzt merke ich eindeutig, jetzt tut sie was. Mir fällt gerade ein, eine Frau, die Arthrose hat, oder ja, jedenfalls ihre Kniegelenke ihr unendlich viel Schmerzen bereitet haben, lange Zeit, und die jetzt irgendwie so eine Stammzellentherapie gemacht hat und keine Schmerzen hat und trotzdem komischerweise immer in der Erwartungshaltung, ja, jetzt muss doch eigentlich der Schmerz kommen, wenn sie sich bewegt oder so. Also das, weil du sagst, es ist dieses alte Gefühl, ja, dass in bestimmten Situationen so diese Irritation, Erwartung, Schmerz, ja. Das ist ja gar nicht. Aber immer wiederholt sie das ein. Genau. Das wird immer kommen. Das hat der Klient genauso. Also logischerweise erwarten wir ja, dass wir bei einer gewissen Bewegung dann dementsprechend den Schmerz haben. Mhm. Bleibt der aus, sind wir natürlich sehr positiv überrascht, um das Wort wieder zu gebrauchen. Aber verstehst du das Prinzip? Da steckt jetzt mehr dahinter, als was wir jetzt eigentlich gelüftet haben. Das sollten wir uns ansehen. Wenn mein Klient oder diese Person an einen Punkt kommt, irgendwann nach dem 4., 5., 8. Gespräch, keine Ahnung, dass er sagt, also jetzt hat sie was getan. Definitiv, ich bin jetzt auf dem genau richtigen Weg. Das kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht funktioniert. Der Schmerz ist ausgeblieben, ich brauche vielleicht weniger Tabletten, egal was auch immer. Ich habe das, habe jene Symptome vielleicht weg, habe vielleicht mehr Kraft. Es hat sich was getan. Wenn er dort ist, dann brauche ich mich um die Gesundung, um das Positive nicht mehr kümmern. Die Frage ist, wie lange brauchen wir dorthin zu kommen? Und wenn wir jetzt diese Methodik einmal ansehen, dann hört sich das eigentlich sehr profan, vielleicht sehr leicht an. Nur ich sage aufgrund meiner Erfahrung, die meisten Menschen, die in so einer Situation stecken, können diesen ersten Satz, von dem wir gesprochen haben, es könnte sich vielleicht aufgrund dessen, wo wir etwas tun, zumindest den Anschein erregen, dass sich etwas tun könnte, eventuell. Verstehst? Der ist ja schon viel stärker als die Verzweiflung. Und von dem Minisatz gehen wir Step by Step by Step, probieren wir hochzukommen. Und dann ist aber die logische Folgerung, dass wir irgendwann dort sitzen und der sagt, ich bin durch. Und wenn er von sich wirklich behauptet, dass diese Methodik oder dass er jetzt durch ist, dass dieser Weg, egal wie wir es bezeichnen, er jetzt auf einem total richtigen Weg ist, dann wird es auch funktionieren. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn du von authentischer Beredung, da muss ich an meine Warzen denken, die von meiner Großmutter besprochen wurden, als ich 10 war. Mh, und die alle verschwanden binnen 10 Tage, bis auf eine, die mal rausgeschält worden war. Die ist nicht komischerweise erst viel später gegangen. Aber wie hast du das an dir selbst erlebt? Hast du sozusagen eine Art Selbstgespräch geführt damals? Ja, natürlich. Also auch in diesen vielen Konjunktiven? Ja, also damals vielleicht nochmal zurückzugehen. Ja. Ich war 18 Jahre alt, ich war sehr erfolgreich. Ich bekam die Diagnose Diabetes Typ 1. Zum damaligen Stand der Medizin war das wirklich 1986 die volle Katastrophe. Also die haben mir eigentlich geraten, sterben zu gehen.
Mhm. Hört sich wirklich doof an, aber die haben gesagt, Arbeitnehmer wird dich nicht nehmen, weil du alle 2 Stunden eine gewisse Anzahl von Broteinheiten einnehmen musst und Ruhe haben musst. Das ist für einen Arbeitnehmer schwierig. Das war halt damals die Technik, weißt du? Du hast eine Spritze gehabt und du musstest alle 2 Stunden dein Essen genau anpassen. Und somit bist du vom Leben weg. Und ich als Selbstständiger wäre das rein von der Medizin ja natürlich nicht gegangen. Also habe ich probiert, irgendwas zu finden. Habe ja damals, bin da auf das Buch gekommen, Die Macht eines Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Habe das auch probiert, hat aber nicht den Erfolg gebracht bei mir. Also es war es nicht, weil dort waren die Affirmationen ja so, ich bin gesund, Gott macht mich gesund, ich vertraue, tralala, hopsasa. Das hat nicht hingehauen, weil ich gewusst habe, ich bin nicht gesund. Es ging nicht, also es war ein Widerspruch und ich habe ja nicht gelesen, sondern ich musste es ja probieren, weil ich habe ja keine Chance gehabt. Entweder einen Weg zu finden, das Leben weiterzuleben, also Party zu machen im Leben, erfolgreich zu sein oder wirklich den Weg zu gehen, was die Medizin vorgibt und eigentlich nicht mehr leben, wenn man es so sieht. Und somit habe ich da verschiedene Dinge probiert, auch bin zu gewissen Heilern und irgendwo hingereist, überall, was es gegeben hat, hat mir eigentlich nichts gebracht oder nur sehr wenig. Manche waren gute Ansätze. Also musste ich selber forschen. Und dann habe ich herausgefunden, nach sehr kurzer Zeit, dass das, was ich wirklich glaube, wo ich mir sicher bin, dass diese Wahrheit sich auch immer bewahrheitet. Und zwar hat sich das nicht im Positiven gezeigt, sondern eher im Negativen ist es mir aufgefallen. Also ich bin wieder zu irgendeinem Heiler, nehmen wir es jetzt einfach mal Heiler, in verschiedenste Richtungen bin ich hin. Und in mir war schon der Gedanke, der wird jetzt genauso wenig gebracht haben wahrscheinlich wie der andere. Ich habe mir es zwar positiv eingeredet und habe gesagt, jetzt geht's ab und so, aber das war da hinten drin. Mhm. Und ich habe das nicht rausbekommen. Und genauso, wie ich mir das gedacht habe, und teilweise habe ich festgestellt, dass ich das auf, wenn ich oft gesagt habe, beim letzten Mal hat es nach 4 Tagen kam der Bumerang, kurzer Aufwind und dann kam es zurück, habe ich dieses Mal auch unbewusst auf den 4. Tag gewartet. Und genau der 4. Tag hat die Drehung gebracht. Und somit wurde mir klar, dass das, was ich wirklich authentisch glaube und wovon ich überzeugt bin, warum auch immer, sich das genau dementsprechend bestätigt. Und somit begann ich zu drehen in der guten Richtung. Nur jetzt habe ich festgestellt, es reicht nicht, so wie die Affirmationsweltmeister sagen, von Spiegel zu stellen und sagen, ich bin ab heute gesund oder ich bin auf den richtigen Weg der Gesundung, wenn ich auf einmal wieder merke, dass ich das gleiche negative Symptom von gestern jetzt erlebe. Mhm. Also musste ich mir eine Wahrheit schaffen, wo ich mitgehen konnte. Und das war die Kunst. Und somit habe ich diese Sätze mit mir, ich habe das immer schriftlich gemacht, gebastelt. Also wo kann ich heute, was kann ich für eine Momentaufnahme machen? Und dann konnte ich zum Beispiel sagen, so wie es heute den Anschein erweckt hat, war es besser wie die Tage zuvor. Ich habe das Gefühl, ich war stabiler. Ich habe nicht schreiben können, ich war stabiler, weil das wusste ich auch. Ich habe das Gefühl. Ja, das Gefühl, ich habe gesagt, ich glaube, es war besser. War besser. Es könnte sein, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Und mit dieser Momentaufnahme habe ich eine neue Wahrheit erschaffen. Und diese Wahrheit muss sich zeigen. Und auf dieser Wahrheit baut man auf, bis man irgendwann bei einem Punkt ist, so wie ich, dass ich von mir sagen konnte, ich kann als Diabetiker Typ 1 genauso leben wie jeder Gesunde. Okay, heute mit der neuen Spritztechnik, ich spritze sofort Insulin, heute ist es einfacher geworden. Aber auch in der Zeit zuvor, ich habe nie gemessen, ich habe Party gemacht, ich habe alles gegessen, ich habe alles getrunken, was gegeben hat. Und es ist bei mir nie irgendwo eine Folge, ein Folgeschaden oder ein Leiden dementsprechend aufgetreten. Ich, so wie der Diabetiker auch immer weniger Energie hat wie der normale, hatte ich nie. Ich hatte immer mehr. Das ist aber auch die Beredung gewesen, weil ich gesagt habe, so wie es aussieht, habe ich trotz meines Defizites, verfüge ich um mehr Energie wie die meisten, die ich kenne. Das heißt, ich habe wieder eine Wahrheit erschaffen und habe diese Wahrheiten gesteigert. Und das war authentisch. Und wenn ich heute eine Wahrheit wirklich vertrete, dann muss sie sich zeigen. Ich sag das nochmal. Sie muss sich genau so zeigen. Die Kunst aber, das in dieser positiven Form nach oben zu drehen, das ist die Kunst. Das ist genau dieser Weg. Das ist genau diese Methodik, die mich nach oben bringt.
Und somit durfte ich, wir haben ja das unglaubliche Buch geschrieben, wo so viele Wunder drin stehen von Leuten, die das selber erlebt haben mit ihren Namen und Bild und so. Dort ist genau diese Technik, ich sage mal, die Basic dafür. Ich kann heute, wir reden jetzt immer über Gesundheit. Das hört sich vielleicht an, als wenn bei uns nur Kranke landen. Das stimmt ja nicht. Sondern ich sage immer, jeder von uns hat immer irgendwo eine Baustelle. Vielleicht habe ich es gerade im gesundheitlichen Problem, der andere hat es in Finanzen. Der dritte hat es in der Familie. Der vierte hat es in der Beziehung generell, weil er keine Freunde findet. Der andere im Glücklichsein, egal was auch immer, oder in der Depression. Jeder von uns hat irgendwo Baustellen. Und es heißt immer so, redet ihr einfach ein, es ist alles gut, dann wird es. Und das stimmt halt definitiv nur sehr bedingt. Nur wenn ich es auch wirklich glauben kann. Und ich sage, bei uns in der Schule haben wir diese ganzen Wunder in den verschiedensten Bereichen dementsprechend erreicht, weil wir Step by Step vorgegangen sind. Fällt mir dies, etliche Zuschauer, wenn es schon mal gehört haben, im Spanischen creer heißt glauben und crear heißt erschaffen. Und in der ersten Person Singular, Gegenwart, also Präsenz, kommen sie zusammen und creo heißt sowohl ich glaube als auch ich erschaffe. Also das, man sieht sehr nahe aneinander. Ne? Ich habe mal also diesen dass wir das erschaffen, woran wir glauben. Und ganz genau. Wenn du sagst, ich kann eine Affirmation aussprechen, wenn ich aber nicht an ihren Wahrheitsgehalt wirklich glaube, sondern sie eher mechanisch daher spreche, konterkariert, also geht's kaputt. Geht's nach hinten. Ja. Das heißt also, wenn ich heute sage, ich bin gesund und bekomme in dem Moment einen Schmerz. Und sagt, bin ich nicht, das ist so weit weg, das wäre ein Wunder und schau nach oben. Dann bin ich zu klein und ich habe noch nicht erlebt, der wo nach oben schaut, dass der das auch wirklich erreicht hat. Wenn ich heute zumindest sagen kann, etwas sagen kann und meine Augen bleiben stehen, das heißt, ich schaue in den Spiegel und sage mir, das könnte jetzt werden. Dann sind wir auf Augenhöhe, dann haben wir eine Chance von 50-50. Und wenn ich heute sage, du binde mal deine Schuhbänder und mach mal die Augen zu. Okay, wo hast du hingeschaut? Hast du nach oben geschaut, gleich oder nach unten? Bei der Schuhbinde? Eben gerade? Schau dir die Aufzeichnung an. Hast du gerade Schuhbänder? Schuhbänder? Okay. Okay. Nochmals, alles, wo wir größer sind vom Gefühl, was wir glauben können, schauen wir von oben nach unten. Das ist spannend. Okay. Alles, das hört sich nach NLP an, ja? Weiß ich. Ja, ich komme aus dem NLP, aber ich glaube, daher habe ich es nicht. Sondern du brauchst nur Menschen beobachten. Mhm. Wenn jemand sagt, ich würde so gerne eine Million in Lotto gewinnen, dann sind wir kleiner. Wir sind kleiner. NLP sagt ja mit der Augentechnik, dass wir ja Vergangenheit, Zukunft dementsprechend bearbeiten oder Visualisierungsmethodik machen. Aber immer wieder, wenn etwas größer ist wie ich, dann sagen wir, oh Gott, wäre das gut. Mhm. Okay? Und immer wenn etwas auf Augenhöhe ist, wenn es ein Kampf ist, so Rocky gegen, verstehst, dann das Auge des Tigers, das ist auf Augenhöhe. Und wenn es etwas Einfaches für uns mittlerweile ist, weil wir die Erfahrung schon gemacht haben, Haushalt, Schuhbänder binden, Autofahren, also bei Autofahren, ja klar, verstehst, sehen wir nach unten. Okay. Ich habe das einmal die Orakeltechnik genannt. Immer wieder, wenn ich mir heute die Frage stelle, kann ich das werden oder kann ich das erschaffen, mache ich die Augen zu und dann sehe ich innerlich, kann ich sofort beantworten, nach oben, gleich oder nach unten. Mit und, geschlossenen Augen? Ja, ja. Sag immer, schließ die Augen und denke mal dran, du wirst die Woche 10 Millionen in Lotto gewinnen. So, wo schaust du? Von unten nach oben? Von oben nach unten oder gleich. Also merkst du das? Das sind immer, wenn etwas größer ist wie wir, und ich erkläre gleich, was größer ist. Wenn etwas größer ist, dann schauen wir nach oben. Wenn etwas kleiner ist, schauen wir nach unten. Ansonsten bei 50-50 sehen wir ungefähr auf Augenhöhe. Und somit bin ich mein eigenes Orakel. Was bedeutet das? Jetzt gehen wir wieder auf die Quantenphysik rein. Das, was ich fühle, verwirklicht sich. Das heißt also, meine Taten und die Technik und so weiter sind ja untergeordnet. Entscheidend ist das Gefühl. Wenn ich heute wirklich fühle, ich werde gesund, ich werde erfolgreich, ich werde geliebt, ich werde, verstehst? Wenn ich das wirklich fühle und schaue nach unten und sage, ach, das ist schon durch,
100 Millionen %ig. Mhm. 100 Millionen %ig. Wenn ich aber noch nach oben schaue, dann bin ich vom Gefühl kleiner wie das. Mhm. Verstehst? Ja. Darum sind ja auch viele Themen, ich sage mal, alle Herausforderungen in unserem Leben sind zuerst größer. Also wenn du, kommen wir wieder zum Schuhbänderbinden. Das erste Mal Schuhbänderbinden war mit Sicherheit für uns als Kinder so, dass man so, oh, das möchte ich können. Verstehst? Dann haben wir so lange geübt, gelernt, getan, bis wir wussten, wir können es. Und heute sagen wir, einfach, blicken nach unten. Jetzt haben wir eine neue Situation im Gesundheits-, im Geldbereich, egal wie auch immer. Und somit kann ich ja mit meinem Klienten abtesten. Und sage, wo schaust du denn hin? Und sagt, ja, nach oben. Dann weiß ich, wir sind noch nicht authentisch. Also muss ich weitermachen und sagen, kannst du wenigstens sagen, dass ich vielleicht was tun könnte? Und mach mal die Augen zu. Und dann schaut er und sagt, ja, das schon. Mhm. Oder auf Augenhöhe. Sag, okay, jetzt haben wir Basic. Mhm. Jetzt können wir schon. Wir haben eine Basis geschaffen, die die meisten in so einer Situation nicht mehr erschaffen können. Geh mal von der Gesundheit weg und du nimmst jemanden, der jetzt eine fürchterliche finanzielle Pleite erlebt hat. Ja, wie soll ich denn zu dem sagen, du wirst reich? Der wird sagen, das wäre cool. Aber da, sein Gefühl wird es nicht zulassen. Ich muss sein Gefühl hochschrauben. Und wirklich authentisch hochschrauben kann ich es nur über Babyschritte. Indem, dass der vielleicht morgen sagt, ich glaube, ich habe heute weniger Geld ausgegeben wie gestern. Oder ich habe heute ein bisschen mehr verdient wie gestern. Oder ich ziehe besser aus. Das sind Babyschritte, das ist Mini. Aber diese Mini-Babyschritte, wenn wir jeden zweiten Tag, dritten Tag besprechen, sagt er irgendwann im, keine Ahnung, fünften Gespräch, jetzt läuft's. Und wenn er das sagen kann und schaut nach unten, dann ist er im Lauf. Check. Das heißt, diese ganzen Dinge, wo jeder sagt, das sind Wunder, unglaubliche Sachen, die er erreicht, sind keine Wunder, sondern das ist wirklich konsequente Arbeit. Und es ist die logische Konsequenz darauf, was wir tun. Schau selber in deinem Leben. Du hast manche Defizite im Körper, zu wiederkehrende haben wir oft mal. Was weiß ich, wo immer wieder im Herbst eine Erkältung kommt. So, und das sagen wir dann auch schon. Naja, die ist in der Woche vorbei. Weil wir das schon wissen, da sind wir durch. Das heißt, wir werden immer stärker, größer und schauen auf mehrere Dinge nach unten. Aber es gibt natürlich Herausforderungen, die neu für uns sind. Und da schauen wir nach oben und das Gefühl entscheidet. Und dementsprechend, ich gebe jetzt gerade wieder am 21., 22. August, gebe ich wieder ein, würde sagen, ein Sensationsseminar über 2 Tage, wo wir gerade dieses Thema, zu was ist der Mensch in der Lage, behandeln mit praktischen Vorführungen. Also da ist, ja, Theorie, aber ich sage mal, Minimum 60% ist nur Praxis. Und da sieht man, dass Dinge, die wo ich normal niemals angehen könnte, wenn wir über kleine Schritte vorbereiten, ist der auf einmal in der Lage, in einem Seminarraum Dinge zu tun, die er niemals auch nirgends anders erleben wird. Der ist von sich total geflasht und gestaunt. Warum? Weil wir das authentisch hochbauen von Stunde zu Stunde. Und irgendwann schaut er bei allem entweder auf Augenhöhe oder nach unten. Und das macht's aus. Ich versuche gerade einen Begriff dafür zu finden. Weil wenn ich jetzt das mal so als Zwischenbilanz, es geht darum, das Gefühl dem Wunsch sozusagen anzupassen. Ja. Oder dem Ziel. Genau. Aber es geht immer nur ums Gefühl. Ja, es geht nur ums Gefühl, aber dieses Gefühl kannst du nicht belügen, also brauchst du Fakten. Ja. Und am Anfang sind die Fakten, ich denke, ich vermute, es könnte sein. Dann ist wirklich, der Schmerz hat nachlassen. Verstehst? Und dann ist, das funktioniert. Also wir müssen das über Fakten aufbauen. Wir dürfen das nicht auf Sand aufbauen, wir dürfen da kein Luftschloss machen, weil sonst bricht es uns irgendwie zusammen. Ich habe ja mal diesen Satz entwickelt. Jede Wahrheit, die ich bewusst oder unbewusst wähle, hat die Eigenschaft, dass sie sich bewahrheitet. Das heißt, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, sind die Menschen noch so und reden, was ist richtig und was ist falsch, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das ist ja nicht die Frage,
Wenn wir heute ein bisschen die Augen und Ohren aufmachen, dürfen wir feststellen, dass es alles gibt. Das heißt, wenn ich heute ein Fernsehinterview sehe, wo 5 Experten zusammensetzen zum Thema Abnehmen. Jeder hat eine eigene Kur, eine eigene Erfahrung, eine eigene Technik. Die werden medizinisch gesehen alle im Widerspruch. Das dürfte vielleicht nur eine oder nur zwei bedingt funktionieren. Aber nicht alle, weil die widersprüchlich sind. Tatsache ist aber, dass jeder von denen Beweise hat und Erfahrungen hat, dass alles funktioniert und zwar parallel. Das ist jetzt der Sinn der Quantenphysik, wo wir heute sagen, alles existiert gleichzeitig, sogar der Widerspruch funktioniert, sonst würde es ja nicht die Wunderheilung geben. Wenn der Mediziner sagt, das gibt's nicht, ist es aus dessen Sicht klar. Aber aus der anderen Sicht muss es auch geben. Und wir können das alles betreten. Wir können jegliche Option, jegliche Wahrheit wird sich verwirklichen, egal in welche. Und ich gehe sogar so weit, wenn heute die Wissenschaftler immer sagen, so, wir haben jetzt geforscht, es gibt keinen neuen Kosmos im Makrobereich und auch keinen neuen Kosmos im Mikrobereich, taucht 2 Jahre später wieder ein neuer Mikro- und ein neuer Makrobereich auf. Das heißt, der Beobachter, das sagt ja schon immer die Quantenphysik, wir können nichts beobachten, ohne nicht im Ergebnis einzugreifen. Das heißt also, der einen ganzen Kosmos erschafft, ist der sich sicher ist, dass da noch einer ist. Und zwar ist sich der nicht nur sicher aus dem Kopf, sondern der ist in der freudigen Erwartung, der ist angetrieben und sagt, da tut sie was, da tut sie was, da tut sie was. Und das mächtigste Gefühl ist die freudige Erwartung. Wenn also der Kranke, sage ich mal, oder wo ich heute ein Defizit habe, am Anfang geht es darum, um zu überleben, um meine Finanzen wieder hinzukriegen, um mein Leiden zu leiden im gesundheitlichen Bereich oder im Trennungsschmerz, egal wie auch immer. Nur wenn der irgendwann in die Motivation übergeht und sagt, ich bin mir sicher, das kriege ich jetzt hin und mache daraus eine super Karriere oder ich werde jetzt total gesund, ich bin dann wundergeheilt. Wenn die Motivation dazu kommt, die freudige Erwartung, ja, dann gibt es nichts Mächtigeres. Die Frage ist nur, woher kommt die Motivation? Und wenn es seine feste Überzeugung ist, sein Glaube, also seine Wahrheit, ist er durch. Mir kommt gerade eine ziemlich überraschende Frage. Hast du dir den Diabetes erhalten, damit du weiter forschen kannst? Das wäre jetzt eine Frage an mein Unterbewusstsein. Ja, also die Frage ist ja, wenn es gibt ja viele Menschen, die ihren Weg durch bestimmte Syndrome, also oder Symptome hindurch oder sie nennen sie Krankheiten hindurch zu einer bestimmten Methode gekommen sind, haben das dann aber sozusagen hinter sich, also beispielsweise das, was wir Krebs nennen. Und mir kam gerade die Frage, aha, Ewald ist ja so ein Lebensforscher und der will weiter forschen. Aber dazu brauche ich den Diabetes. Naja, die Frage ist immer berechtigt. Bestimmt wird die Frage bei den Kommentaren auftauchen, was ist dann der Schritt vom, ich kann da absolut gut mit umgehen und leben wie jeder andere. Ich bin nicht in diesem Bewusstsein eines schwerkranken Diabetikers mit allen Folgen oder so. Das ist nicht das Ziel zu sagen, ja, Diabetes, nee, habe ich nicht mehr. Weil haben wir, glaube ich, schon mal in einem Gespräch gesagt, dass bei Menschen, die Persönlichkeitsspaltungen haben, hat man beobachtet, dass es in einer Persönlichkeit einen nachweislichen Diabetes gibt. Und wenn es in einer anderen Persönlichkeit ja, nicht nachweisbar. Ja. Also sehr interessant, ich habe darüber nachgedacht, ist ja aber auch klar, ja, weil hier 2 verschiedene Wahrheiten in 2 verschiedenen Persönlichkeiten stehen. Genau, klar? Genau. Hochinteressant. Ja. Aber gehen wir da zu mir zurück. Diese Frage wurde schon öfter gestellt. Dass ich sage, genau. Ich wollte aber trotzdem, hast du eine Diabetes? Das stimmt. Es hat auch eine Kollegin von dir mich vor 2 Jahren an die Wand genagelt und hat gesagt, du, sag mal, was ist mit deinem Diabetes? Eine ganz berechtigte Frage. Aus meiner Sicht, die Wahrheit ist, mich stört es nicht mehr. Das ist ja wie Zähneputzen, verstehst? Aber okay, sie hat mich herausgefordert und ich habe gesagt, pass auf, wenn es das nächste Mal wieder kommt, stellst du mal wieder die Frage, wird sich was getan haben. Okay. Und ich habe dann wirklich das Langzeitinsulin abgestellt. Das heißt, meine Bauchspeicheldrüse hat begonnen, nach 33 Jahren wieder zu produzieren. Ah.
Okay. Was kein angenehmer Zustand ist, weil auf einmal hat die begonnen zu produzieren und schießt raus. Das heißt, ich bin auf der Bühne gestanden und wumps hat es mich in Unterzucker gehauen. Unterzucker? Ja, klar, weil ich produziert auf einmal Insulin und sagt, ich lebe. Und schießt da so unkontrolliert über den Tag, ich bin aus dem Unterzucker schon gar nicht mehr rausgekommen. Okay. Also nur noch permanent, weil ich war so motiviert. Das war das Erste, aber es war ein toller Beweis. Das Zweite, ich habe es dann so hinbekommen, dass ich heute kein Langzeitinsulin mehr brauche. Definitiv, die arbeitet wieder. Auch schießt nicht so rum, dass mich immer weghaut. Jetzt wäre noch der letzte Schritt, vielleicht hat mich das Gespräch motiviert, jetzt die Technik noch anzuwenden, um ganz... Es könnte. Ja, das vielleicht. Geht. Das geht. Die Frage ist ja nur immer... Schau mal, kommen wir vielleicht noch auf den nächsten Punkt. Ich sage eins, damit wir das mal noch abschließen. Wenn ich heute einen Glauben erschaffen kann, und das kann ich mit einem guten Coach oder gehe auf ein Seminar, wo ich das erlerne. Wenn ich das erschaffen kann, erlebe ich etwas anderes, definitiv. Ganz was anderes und sehr schnell. Das Zweite ist, dass wir trotzdem, müssen wir unsere Glaubenssätze und unsere Einstellungen und unsere Traumen aufarbeiten lassen. Dafür haben wir unser Therapiezentrum. Mhm. Das Dritte, dass ich vielleicht kollektiv, so wie wir mit der kollektiven Framing-Gruppe, für ihn ein Endziel bestimmen und ihm dabei helfen, ein Wunder erwirken, eine Notfallabteilung. Das ist eine weitere Hilfe. Aber worauf ich noch hin möchte, ist, wenn Menschen dann sagen, ja, dann bin ich ja eigentlich jetzt so im Lauf, jetzt passt es, sage ich, ja, bist du? Die Frage müssen wir uns aber immer nur eine stellen, was hat uns dazu geführt in diesem Missstand? Gehen wir mal zurück. Und jetzt könnte man wieder, jetzt sagt natürlich jeder Kollege von mir, klar, die Glaubenssätze, die Traumen oder egal wie auch immer. Nee, ich möchte sogar anders ausdrücken. Wenn ich nichts habe, wenn ich keine Aufgabe im Leben habe, was mich bewegt, was mich aus dem Bett wirft, was mich motiviert, wenn ich meine Berufung nicht gefunden habe und sie nicht lebe, dann vegetiere ich dahin. Und dann werden mir Missstände im Leben aufgezeigt. Das heißt, ich komme wieder zurück. Der Mensch braucht, dass er seine Berufung findet und sie umsetzt. Weil in dem Moment sind wir, und das beobachte ich auch, die Menschen, die auf dem Weg sind, die eine Aufgabe haben, die motiviert sind, die wissen, warum sie auf dem Planeten sind, die das beruflich und geschäftlich leben und vereinen und damit glücklich sind, bei denen passiert weniger an sogenannten Schicksalsschlägen wie bei anderen, die stehen und nur überleben wollen. Kann das sein, dass du dann mit 18 sozusagen ein Leben gelebt hast, was dich, wenn du es weitergelebt hättest, in die Irre geführt hätte, von dir weg, und dass dieser Diabetes sozusagen dich in deine Berufung gebracht hat? Definitiv. Mhm. Man zeigt mir mal einen 18-Jährigen, der jeden Tag forschen musste. Ich bin ja heute, wenn die Leute sagen, Ewald Schober der Trainer, sage ich, nein, Ewald Schober in erster Linie der Lebensforscher. Ich mache das heute noch zusammen mit meiner Frau, sitzen wir dort und sagen, wenn wir das jetzt fühlen oder das denken, dann müsste morgen normalerweise nach unseren Berechnungen Folgendes passieren. Das ist ja mein komplettes Hobby geworden. Das hätte ich doch niemals aus freien Stücken getan, vor allem als 18-Jähriger, da hast du andere Sachen im Kopf. Du hattest, wenn ich mich erinnere, warst du mit 18 schon... recht gut betucht, weil du bestimmte Dinge tatest. Ich war im Vertrieb. Ich war mit dem 18. Lebensjahr schon im Vertrieb. Ich habe mit 17 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und habe da wirklich gut Geld verdient. Ja, ja, war sehr erfolgreich. Ja. Aber nochmal, ich wäre halt im Vertrieb geblieben und somit wurde ich nachdem, dass ich meine ersten Erfolge in der Gesundheit erzielte, wurde ich schon, weiß ich nicht, war 18, haben mich schon Ärzte und Heilpraktiker eingeladen zu einem Vortrag. Mit 18, bestimmt witzig gewesen, verstehst du? Mhm. Aber war für die auch ganz interessant. Dann habe ich gemerkt, hey, das funktioniert ja nicht bei der Gesundheit, das kannst du auch aufs Geschäft überstrahlen. Und irgendwann wurde ich ja dann der die Schule hat, der die Menschen nach vorne bringt, egal. Weißt du, das hat sich ja entwickelt in diese Richtung. Und gehe aber trotzdem nochmal hinein, Götz. Ich sage ja immer wieder, das Wichtigste, was der Mensch braucht, ist, damit er weiß, was ist seine Berufung und wie kann er sie umsetzen. Und dazu haben wir ja diese Abteilung gegründet, wo ich heute immer sage, meldet euch bei uns, wir coachen euch kostenlos so lange, bis du deine Berufung gefunden hast. Und dann, das tun wir im Moment in der Masse, wir haben ja über 100 Coaches für den Bereich schon aufgebaut. Und die Menschen fragen immer, warum tut ihr denn das kostenlos? Ich sage, überlege mal, was das für eine Welt wird, wenn jeder das tut,
wofür er begeistert ist, was er liebt, wofür er lebt. Und jetzt gehen wir mal in den gesundheitlichen oder in diesen geschäftlichen Defizitbereich. In dem Moment hebt sich das alles fast von alleine auf. Denk doch selber im Leben nach, wo du etwas hattest, wo du sagst, da bin ich erfüllt, da bin ich voller Motivation, das ist meine Aufgabe, das ist meine Passion, das ist meine Geschichte. In dem Moment, auf diesem Weg, ist dir eigentlich nichts passiert. Verstehst du? Passieren tut uns eigentlich immer diese ganzen Dinge, wenn wir stehen bleiben. Wenn wir probieren zu überleben, wenn wir das, was wir haben, auch wenn wir es nicht lieben, halten wollen. Wenn wir da drinnen sind und sagen, ja, ich mag meinen Job eigentlich nicht oder ich mag das und das nicht, aber ich muss es behalten, weil ich aus der Vernunft, egal wie auch immer, dort schlägt das Leben, wenn man es jetzt so sagt, zu. Niemals, wenn wir im Aufwind sind. Und meine Geschichte ist, wir können alle ein viel besseres Leben führen. Und es gibt natürlich Hilfen von außen, so wie wir es mit dem Therapiezentrum oder mit dem Collective Framing machen. Aber die Frage ist immer, was machst du? Du als Betroffener, was ist dein Ding? Du musst ja in deine Macht kommen. Und dazu sage ich zwei Dinge. Probier ein Gefühl zu deiner Situation so zu erschaffen, ein authentisches Gefühl, was sich wirklich deine Wahrheit wird und du sie lebst. Und zum Zweiten, finde deine Berufung, sei erfüllt davon, sei motiviert, bring es in die Umsetzung, helf mit deiner Berufung den Menschen, bring den Planeten nach vorne. Und wenn du das hast, dann, das ist so stark, das ist so ein Lebensdrang, das ist so eine Energie, wo uns, ich sage mal, die Probleme gar nicht mehr anhaben können und sie weichen müssen. Also meine Berufung, die im Zusammenhang mit dem zum Wohle aller ist. Immer. Das ist meine Theorie. Ich sage, eine Berufung ist immer so, dass sie einen größeren Effekt erzielt. Und ich behaupte auch immer, das gibt mir das Leben auch recht, wenn die Person noch, die zu uns kommt und sagt, ich möchte meine Berufung haben und noch so unscheinbar ist, noch so wenig Selbstbewusstsein hat, noch so viele Probleme, steckt in dieser Person etwas drin, was die Menschheit jedes Mal nach vorne bringen würde. Ich entdecke es immer. Es kommen Menschen zu mir, die sagen, ich sage immer Telefonat, weil ich mache es ja selber liebend gern. Ich finde das so spannend. Sag, wollen wir deine Berufung finden? Ja, die suche ich schon seit 30 Jahren, habe schon so viel Geld und Zeit ausgegeben. Sag, haben wir gleich in dem Gespräch. Im Regelfall im gleichen Gespräch. Macht schon Klick und da sitze ich meistens dort und sage, boah, das ist eine Nummer. Das ist ja cool, das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Da kommen Dinge auf, Götze, wo ich sage, Wahnsinn, die motivieren mich vielleicht sogar noch mehr wie den Klienten, weil ich bin ja der Typ, der geht ja schon gedanklich in die Umsetzung und sagt, wie können wir das jetzt gleich ins Laufen bringen. Der ist vielleicht so, der sagt, okay, jetzt habe ich Gänsehaut, aber da bin ich noch so weit weg. Aber da kommen Dinge auf, die, wenn du hörst, wo ich sage, wenn das alles entsteht, ja, dann haben wir eine wunderbare Welt, was für dich gut ist und für wirklich viele Betroffenen. Viele Betroffenen uns die Welt schöner macht. Und somit können wir was anderes schaffen. Wenn wir eine Berufung leben, wenn wir motiviert sind, werden uns die Krankheiten, die Schicksalsschläge, die Probleme nicht mehr so treffen oder vielleicht auch gar nicht mehr kommen. Das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, was das, ob sie nicht kommen oder wir sie nicht mehr so wahrnehmen. Aber egal, vom Endeffekt ist dieser Mensch erfüllt, glücklich, rund und geht in eine Richtung und kommt in seine eigene Stärke. Dann bist du ja eigentlich ein, sag ich mal, Schädling für unser sogenanntes Gesundheitssystem. Weil das lebt ja von Krankheit. Ich weiß nicht, ob ich Unzufriedenheit. Nein, das weiß ich nicht, ob ich ein Schädling bin. Jetzt spreche ich ab. Hochgradig ironisch gemeint. Ja, nee, bleiben wir mal bei dem Thema. Schau mal, die Menschen pfeifen sich jetzt zum Beispiel Tabletten oder Medizin rein. Und der Arzt sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir bei Ihnen machen. Probieren wir halt mal die Tabletten. Sehen wir's. Schauen wir es uns halt mal an, vielleicht helfen sie. Möglicherweise. Jetzt pfeifen wir, sagt es bewusst, die ein mit einer 0% oder einer 10% Erwartung. Das heißt, dieses Mittel wird nicht wirken. Weil, ich sage immer, das Mittel heißt Mittel, weil es kommt von dem, die Wirkungskraft kommt von dem, der es vermittelt. Und ich bin vielleicht sogar der, der zu jemandem sagt, weil ich frage oft ab, was nimmst du? Sagt er, das ist das. Sag ich, das muss helfen. Und da bist du durch. Ich probiere ihm einen Glauben zu vermitteln und dann ist es auch so. Verstehst du? Ich weiß gar nicht, ob ich der Schädling wäre, sondern mir ist es ja egal, wenn die Tablette wirklich denen hilft. Wäre es ja super, weil wir pfeifen uns so viele Dinge rein mit keiner Hoffnung.
Das heißt, wir sagen, ja, ich nehme so viel, bringt eigentlich nichts. Dann bringt sie auch nichts. Verstehst du, wir haben wieder eine Wahrheit betreten. Also wenn ich heute schon was nehme, muss ich wenigstens den Glauben dazu aufbauen, haben. Ansonsten hat es keine Wirkung. Ja. Also das Placebo ist genauso wichtig wie das Nocebo. Das, glaube ich, wurde ja, solange es die Menschen gibt, schon immer damit gearbeitet. Ja. Es wird ja heute noch genauso damit gearbeitet. Wie oft sagen die Menschen, da musst du hingehen, der heilt dich. Oder du geh zu dem Herrn Professor XY, das ist der Beste, da kannst du wieder. Verstehst du, wir sind ja immer so, wo wir brauchen einen Grund, damit wir glauben können. Den können wir nicht einfach so rauszaubern. Aber wir können ihn aufbauen. Und wenn wir Menschen das erlernen, werden wir feststellen, dass wir zu Unglaublichen fähig sind. Zusammenfassend sage ich eins: Finde deine Berufung, melde dich bei uns, wir machen das so. Und beginne wirklich Glauben aufzubauen in deinem Leben, die für dich förderlich sind. Alle deine Wünsche und alle deine Probleme, die du weghaben möchtest, ist machbar, wenn wir authentisch dort einen Glauben aufbauen können, der förderlich ist. Dann passt. Im Griechischen heißt Glauben Pistoien und das heißt aber auch Vertrauen. Und das können wir nicht erzwingen. Nee, ich meine jetzt, also das Vertrauen ja, ist, hat noch für mich noch einen noch tieferen, ne, als Glauben, ja, das kann ich glauben oder das kann ich glauben, kann ich nicht genau, glauben. Schau mal, wenn jemand, etwas. 30 Mal jetzt zum Beispiel behandelt, operiert worden ist und es ist nichts passiert, jetzt müssen wir das Vertrauen aufbauen, verstehst du? Du hast recht, das ist ja schwierig. Verstehst du, da ist ja nichts mehr da. Wo soll der das Vertrauen hernehmen? Wir müssen zum Beispiel anfangs diese Technik, wo ich sage, Step-by-Step-Technik oder authentisches Bereden, das ist so eine Gratwanderung, um den Punkt zu finden, wo er sagt, ja, vielleicht klappt es doch beim nächsten Mal. Verstehst, wenn man diesen kleinen Funken Hoffnung, wenn ich rausziehen kann, dann haben wir schon Fuß drin. Aber den es kann, verstehst du, das ist ja für uns alle, nimm dich halt selber an, wenn wir selber betroffen sind, dann den Moment zu finden, wo du sagst, so wie bei mir damals, wenn es keinen gibt, der sich davon heilt, jeder werden die Füße abgenommen, jeder wird blind, jeder, verstehst du, nur Probleme, Selbsthilfegruppe war ich drin, bin nach einer Woche raus, weil ich gemerkt habe, kann er mir nicht erlauben. Ja. Ich kann mir das nicht erlauben. Weil nur über die Symptome und... Nur im Negativen. Ja. Ich war ja auch zum Beispiel jetzt da vor 2 Jahren, wie meine Bauchspeicheldrüse wieder zum Leben erweckt hat, bin ich zu einem Diabetologen gegangen, zu einem Professor und wollte mir das bestätigen lassen. Und der hat immer gesagt, das muss eine, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das kann's nicht geben, das muss einen anderen Grund haben. Also der wollte mir das vollkommen ausreden und ich habe gesagt, ich muss jetzt gehen. Und hat gesagt, das können wir jetzt nicht gehen, wir sind ja unter dem Gespräch und wir beginnen erst mit den Untersuchungen. Sag ich, ich kann mir nicht erlauben, bei Ihnen sitzen zu bleiben. Weil wenn Sie nochmal eine halbe Stunde auf mich einreden, glaube ich das. Und dann haut es mich zurück. Also den Luxus kann ich mir wirklich nicht geben. Weil der hat mich irgendwann, verstehst? Wenn der immer auf dich einredet und es ist das doch kann noch ich, ja, der Experte und sagt dann irgendwann, und irgendwann sagst du, ja, vielleicht hat er mich verrannt. Ja, dann ist alles umsonst gewesen. Also, ich würde mal sagen, wir müssen uns unsere Wahrheit, wir sollten uns unsere Wahrheit authentisch so bauen, wie wir sie gerne hätten. Und wenn ich parallel noch die Antriebskraft habe, warum ich auf dem Planeten bin, dann ergibt es Sinn. Und dann werden Wunder erzeugt. Schönes Schlusswort. Und schön, dann werden Wunder erzeugt. Genau. Ich danke dir, Ewald. Danke, dass ich da für deine bin. Schritt für Schritt authentische Beredungsmethode? Keine Ahnung, wie wir es nennen. Ja, aber ich glaube, ich habe sie erfasst. Und die bisher zugehört haben, denke ich auch. Es geht immer um das Authentische, um das ehrliche Gefühl und Aufbau von Vertrauen, vor allen Dingen in mich selbst und meine Schaffens- und Schöpferkraft. Vielen, vielen Dank, Ewald Schober. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, du wirst wahrscheinlich noch mal kommen, irgendwann, bei dem Forscherdrang, den hört du ihr hast. Nie auf. Hört nie auf. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich auch, dass du dir den Diabetes noch so als Spielball bzw. Forschungsobjekt ja, du hast mich schon wieder behalten hast. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ja, so eine Symptomatik kann ja auch tatsächlich ihren Sinn haben. Das
ist mir jedenfalls eben ganz klar geworden. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid und natürlich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV, und sage für heute Tschüss.